ein Date und die Eltern von ihr waren extrem, extrem streng. Sind dann zu dir nach Hause, haben gegessen und ich bin dann auf Toilette gegangen. Hab so gesehen, ja, da ist schon Papier drin. Spül ich vorher mal. Auf einmal steigt das Wasser komplett an. So oben zum Rand. Ich denk so, nein. Hab ich gedacht, gut, keine Panik. Wo ist die Klobürste? Denn schrub ich da hinterher. Die haben keine Klobürste. Jeder normale Mensch hat auch eine Klobürste neben seinem Klo. Die nicht. Die nicht. Fuck, was machst du? Was machst du? Der Vater war Jäger. Jäger. Der erschießt dich. Jedenfalls als Survival-Experte muss ich improvisieren. Dann hab ich den Mülleimer aufgemacht, hab den Beutel rausgenommen und hab mir diesen Beutel über den Arm gezogen. Und dann wisst ihr, wo es lang ging, ne? Hab ich dieses Klo so... Ich hab mich gefühlt wie bei so einer scheiß Kalbsgeburt auf dem Bauernhof, Alter. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Meine Hand war trocken. Es war nichts nass. Jedenfalls habe ich danach meinen ganzen Arm mit dem Desinfektionsspray, was sie da stehen hatten, komplett. Das hat mich sehr traumatisiert. Dann sitze ich wieder am Tisch, kommt der Vater auch wieder und so, ja Schatz, Mensch, das Klo ist wieder frei. Ich dachte so, was, Digga? Ich bin gerade durch die Hölle gegangen. Ein Scheißrohr. Ich kenne dich nicht. Also falls ihr mal ein Kalb zur Welt bringen wollt, fragt mich. Ich komme vorbei, Alter.